Ich wurde am 10. November 1938 in Berlin verhaftet und kam am 11. nach Sachsenhausen. Vom eisernen Gustav war mir schon auf dem Weg ins KZ mitgeteilt worden. Ohne von ihm selbst misshandelt worden zu sein, erlebte ich ihn dann selbst. Er schlürfte durchs Lager, etwas vorgebeugt, ständig auf der Suche, etwas Böses zu tun. Er teilte wahllos Schläge nach rechts und links aus. Auf offenen Latrinen bewarf er die Häftlinge, die ihre Not dort verrichteten, mit Steinen, dass sie wie aufgescheuchte Vögel flohen, was ihn zu Freudenausbrüchen veranlasste. Der Empfang in Sachsenhausen war ein Ritual. Niemand kann sich das vorstellen. Schimpfen, kreischen, brüllen, Schläge. Für uns Juden gab es kein Krankenbett, keine Ambulanz, nur einen Sarg. Sie sagten zu uns, wir wünschen hier keine Juden zu sehen. Es sei denn, wir stellen ihre Totenscheine aus. Konzentrationslager Sachsenhausen abgenutzt und unbrauchbar geworden war, wurde sie zum alten Eisen geworfen. Wenn ein Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen vor Hunger oder Erschöpfung zusammenbrach, wurde er gnadenlos von der SS brutal umgebracht. KZ Sachsenhausen, ein Name, der für grausamen Schrecken, brutale Morde und unmenschliche Leiden steht. KZ Sachsenhausen. Ein damaliges typisches deutsches KZ in der dunklen Zeit des Nationalfaschismus. In das KZ Sachsenhausen wurden unzählige Juden, politische Gegner und viele andere als Häftlinge eingeliefert. Die Häftlinge wurden unter unmenschlichen Lebensbedingungen von der Totenkopf-SS unbarmherzig gequält und wahllos ermordet. Sie waren den SS-Schergen bedingungslos auf Leben und Tod ausgeliefert. Oft hing das Überleben eines Häftlings von der Tageslaune der SS-Schergen ab. Zwei von diesen Mördern in SS-Uniformen wurde 1958 der Prozess gemacht. Es handelte sich um den früheren SS-Hauptscharführer Gustav Hermann Sorge und den früheren SS-Oberscharführer Wilhelm Karl Ferdinand Schubert. Ihnen wurden die schwersten Vergehen bis zum Mord vorgeworfen. Der Prozess ging in die Geschichte ein als der Sachsenhausen-Prozess und gab einen einmaligen, detailgetreuen Einblick in den sich täglich wiederholenden, perfiden Tagesablauf in einem deutschen Konzentrationslager und zeigte deutlich auf, welche Höllenqualen die Häftlinge ausgesetzt waren. Wir möchten darauf hinweisen, dass alles, was Sie nun hören werden, wirklich und wahrheitsgetreu im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens verhandelt und gesprochen wurde. KZ Sachsenhausen, ein KZ, das für alle anderen steht. Zeuge Oskar Müller aus Frankfurt am Main. Die Juden wurden schlimmer als Tiere behandelt. Sie sind oft zu mir gekommen, weil sie einfach nicht begreifen konnten, was mit ihnen als Mensch geschah. Sie waren die bevorzugten Objekte des SS-Sadismus. Sie wurden gleich zu Anfang so geschlagen, bis sie blutig zusammenbrachen. Für die Kälteopfer wurde eine besondere Baracke eingerichtet. Von dem Anblick können Sie sich keine Vorstellung machen. Füße und Beine waren schwarz. Es stank unbeschreiblich und die SS-Ärzte griffen nicht ein. Operationen wurden von Häftlingen ohne medizinische Vorkenntnisse unternommen. Auf diese Weise konnte noch mancher gerettet werden. Dennoch aber kamen besonders Juden sehr häufig ums Leben. Die Qualen der Menschen, die an dem Pfahl gebunden wurden oder mit der Peitsche geschlagen, waren unvorstellbar. Oft schaukelten die SS-Männer die Gebundenen noch hin und her, um die Schmerzen zu erhöhen. Zeuge Franz Ballon aus Münster. Als ich eingeliefert wurde, begannen die Misshandlungen gleich am Lagertor. Ein Pfarrer, durch Fragen eines Blockführers provoziert, wurde sofort niedergeschlagen. Dann ging es in die Entlausungsbaracke. Die Effekten wurden notiert, die Haupt-, Scham- und Achselhaare geschoren, alle stets im Laufschritt. Wir kamen in die sogenannte Isolierung, sie bestand aus vier Baracken, dort mussten wir von morgens bis abends stehen. 360 Menschen im Toilettenraum, Stehkammer hieß das. Fürchterliche Zustände herrschen auch in der Krankenbaracke. Bis 400 Häftlinge waren dort zusammengepfercht, in drei Betten übereinander. Manchmal war der Nebenmann schon tot, wurde aber nicht als tot gemeldet,
weil seine Ration an die noch Lebenden verteilt wurde. In einer dieser Krankenbaracken befand sich ein Häftling, der 180 Stockhiebe erhalten hatte. Er lag dort mit völlig zerschlagenem Gesäß ein Vierteljahr. Sorge war als der übelste und grausamste Rapportführer seiner Zeit bekannt. Wenn ein Häftling zur Sorge geschickt wurde, war er lazarettreif. Schubert stand ihm in nichts nach. Sogenannte Schulläufer mussten 40 bis 50 Kilometer am Tag im Lager rundherum gehen. Über spitze Steine, Gruben, Schlaglöcher und schwere Straße. Das Torstehen ging oft über 10 bis 12 Stunden. In Kniebeuge, mit den Armen im Nacken gekreuzt. Was sagen Sie zu diesen Ausführungen, Sorge? Nix! Sie nehmen das also kritiklos hin? Jawohl! Zeuge Folger Potricius aus Bremerhaven, Leer. Auf dem Weg zur Arbeit musste der jüdische Häftling Louis Schild allein gehen. Im Moor waren Abwässerungsgräben von 10 Meter Breite und 2 Meter Tiefe zu überqueren, auf Brettern. Bei der Überquerung fiel Schild ins Wasser. Als er versuchte, am jenseitigen Hang hinaufzuklettern, trat Sorge ihn immer wieder auf den Kopf zurück. Später durfte Schild sich nicht am Feuer wärmen. Abends fand ich ihn im Lager bei den Apportanlagen, vom Delirium befallen. Er starb dort. Einen anderen namens Freudenberg hatte die SS nach 4 Tagen umgebracht. Einem dritten namens Meyer, der das zweite Mal eingeliefert wurde, war zusammen mit anderen Häftlingen ein Empfang bereitet worden mit Schildern wie herzlich willkommen und Häftlingsspalier. Bis dann die SS von hinten mit Knüppeln über die Eintreffenden herfiel. Dabei wurde Meyer getötet. Auf Wiedersehen im Himmel, hatte Sorge zu ihm gesagt. Ich erinnere mich auch, dass Sorge einen Häftling namens Schneider aus der Reihe riss und erschoss. Im Sterberegister steht unter diesem Namen auf der Flucht erschossen. Ich erinnere mich auch noch an eine zweite Redensart von Sorge. Du kennst den eisernen Gustav nicht, du wirst ihn noch kennenlernen. Die Quälereien begannen für den Häftling schon mit der Einlieferung. Es war die Regel, dass die Häftlinge bereits bei der Ausladung von den zur Abholung erschienenen SS-Männern unmenschlich geschlagen und getreten wurden. Die Misshandlungen setzten sich dann im Lager und vor dem Tor bei der ersten Befragung der Häftlinge fort. Hier wurde fast jeder geschlagen und getreten. Ein Grund fand sich immer. Vielfach ließen schon hier Häftlinge ihr Leben. Häufig kündigte der Lagerkommandant den Häftlingen bei der Begrüßung zynisch an, dass keiner von ihnen das Lager auf anderem Wege als durch den Schornstein des Krematoriums verlassen werde. Kamen Neuzugänge abends, kam es vor, dass man sie erst einmal, selbst bei strenger Kälte, die Nacht über im Freien stehen ließ, zum Teil sogar mit entblößtem Oberkörper. Der Lagerkommandant begründete dies mit der Bemerkung, den Kanaken sollen erstmal die Läuse erfrieren. Hatten die Häftlinge die Befragung überstanden, wurde mit ihnen Sport getrieben. Das heißt, sie mussten laufend, hüpfend und über den Boden rollend, von Schlägen und Tritten begleitet, das Häftlingsbad bzw. die Entlausung zu erreichen suchen. Hier wurde die menschenunwürdige Behandlung fortgesetzt. In der Folgezeit wurden die Zugänge durch den Sport und auch durch besonders schwere Arbeit erschöpft und entkräftet. Es kam auch immer wieder vor, dass Häftlinge aus der Laune eines Blockführers heraus bei strenger Kälte nass gespritzt wurden und im durchnässten Zustand stundenlang draußen stehen oder im sogenannten Sachsengruß hocken mussten, bis sie schließlich erfroren waren. Tritte und Schläge gab es fast bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ein großer Teil der Häftlinge musste bei nicht ausreichender Verpflegung und Bekleidung unter primitivsten Arbeitsbedingungen schwerste Arbeiten verrichten. Bei diesen Arbeiten kamen viele durch Unfälle ums Leben. Andere zogen sich schwere gesundheitliche Schäden zu. Die sanitäre Versorgung der Häftlinge war durchweg unzureichend. Die Ärzte arbeiteten Hand in Hand mit dem Lagerkommandanten bei der Reduzierung des Häftlingsbestandes. Sie ließen beispielsweise Sommer wie Winter Häftlinge, die sie trotz ihrer Krankheit nicht eine Einweisung ins Revier für würdig befanden, den ganzen Tag am Tor stehen, wo dann viele von ihnen vollends dem Tode geweiht wurden. Auch wenn Ärztekommissionen zur Besichtigung erschienen
mussten die alten und kranken Häftlinge selbst bei größter Kälte stundenlang mit entblößtem Oberkörper auf dem Appellplatz stehen. Es konnte auch ohne weiteres vorkommen, dass das Revier von wüsten SS-Leuten überfallen wurde, die Schwerkranken aus den Baracken prügelten oder sogar zu Tode misshandelten. Ein flüchtender Häftling, selbst wenn er sich wieder in der Hand der SS befand, wurde durchweg erschossen. Bis er aufgefunden wurde, mussten sämtliche Häftlinge des Lagers ohne Verpflegung und ohne Rücksicht auf die jeweilige Witterung oft über 24 Stunden lang bewegungslos auf dem Appellplatz stehen. Zeuge Fritz Böttcher aus Gnesebeck. Sorge war besonders bösartig gegen die Juden. Einer von ihnen namens Rosenbaum, ein 64-Jähriger, musste sich auf die Jauretonne setzen. Er fiel herunter und wurde überfahren. Er kam ins Revier und als er wieder draußen war, trat und schlug Sorge ihn immer wieder nieder. Einmal setzte er Rosenbaum den Wasserhydranten ans Ohr. Rosenbaum starb. Die Ermordung des politischen Häftlings Dr. Wilhelm Hammer. Bei Dr. Hammer handelte es sich um einen 60 Jahre alten Mann, der wegen seiner Größe und Korpulenz und auch dadurch auffiel, dass er einen altmodischen Zwicker trug. Die SS machte sich einen Spaß daraus, dass sie Dr. Hammer viel zu kleine Bekleidungsstücke gab. Dieser auffallende, lächerliche Eindruck in Verbindung mit seiner wissenschaftlichen Stellung bildete den Anlass, dass Dr. Hammer während der Appelle von Sorge und Schubert sowie anderen SS-Leuten fortgesetzt misshandelt wurde. Die Misshandlungen ereigneten sich mit systematischer Regelmäßigkeit. Dr. Hammer wurde bei jedem Appell hervorgerufen und musste auf dem Appellplatz vor allem durch Pfützen hindurch rollen und robben. Wenn es Sorge und Schubert nicht schnell genug ging, traten sie ihn mit ihren nagelbeschlagenen Stiefeln. Es kam auch wiederholt vor, dass sich Sorge und Schubert gemeinsam auf den Bauch des korpulenten Häftlings stellten und darauf unter lautem Gelächter wippten. Diese Misshandlungen des Dr. Hammer dauerten etwa eine Woche lang. In den letzten Tagen musste er nach den Appellen von Kameraden in den Block zurückgetragen werden, da er nicht mehr in der Lage war, mit eigener Kraft zum Block zurückzukehren. Nach einem Morgenappell setzte Sorge, nachdem die Arbeitskommandos ausgerückt waren, den Sport mit Dr. Hammer fort. Der Zeuge Scharreiner, der als Pflege im Revier beschäftigt war, beobachtete aus dem Fenster des Reviers, wie Dr. Hammer über den Boden rollen musste und dabei von Sorge geschlagen und mit den Stiefeln getreten wurde. Diese Aktion dauerte etwa 45 Minuten. Schließlich blieb Dr. Hammer tot auf dem Appellplatz liegen. Zeug Gustav Buscher aus Floin im Kreis Moers. Bei meinem Zugang in Sachsenhausen wurde gleich ein alter Mann von SS-Männern zu Tode geschlagen. Schubert hat sich daran beteiligt und gesagt, der ist fertig. Sorge war nicht dabei, aber er pflegte die Neuankömmlinge mit den Worten zu begrüßen, ihr seid ja nicht im Zuchthaus oder im Gefängnis, ihr seid im KZ. Eine andere Redensart von ihm war, ihr werdet eingehen wie eine Primel. Im Sommer 1940 flüchtete ein Häftling aus der Kolonne. Schubert eilte hinter ihm her und gab zwei Schüsse auf ihn ab. Der Tote wurde am Tor aufgebahrt. Das spielte sich auf dem Weg zum Klingerberg ab. Schubert, was sagen Sie dazu? Ich bin nie im Klingerberg gewesen. Zeuge Reinhold Scheil aus Düsseldorf. Bei der Einlieferung sind jüdische Häftlinge von Sorge schwer misshandelt worden. Es waren alte, gebrechliche Leute und sie hatten Schirme und Stöcke mitgebracht. Sorge und andere SS-Werder entrissen ihnen die Stöcke und Schirme und schlugen auf die Leute ein. Kurz darauf erfuhr ich, dass 5 oder 6 von ihnen gestorben waren. Sorge, erinnern Sie sich? Ja, es kann so gewesen sein. Schubert, stimmt es, dass Sie das Bildnis Ihres ehemaligen Herrn und Meisters Adolf Hitler in Ihrer Zelle aufbewahren? Ja. Zeuge Emil Peukert aus München. Bei meiner Einlieferung in Sachsenhausen setzte sich ein alter Mann unmittelbar vor mir auf seine Habseligkeit. Er war erschöpft. Sorge sprang hinzu, warf ihn um und trat ihm mit den Stiefeln gegen den Kopf, bis der Getretene keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Ich stand etwa 1,5 Meter davon entfernt.
Zwei Leichenträger schafften den alten Mann fort. Im Klingerwerk saß einmal ein deutscher Jude aus der Strafkompanie völlig apathisch auf der Latrine. Plötzlich wurde Warnung gegeben. Die anderen fuhren hoch und verschwanden. Nur dieser Jude blieb sitzen. Da kam Sorge und gab ihm einen Schwinger, dass der Jude in die Latrine fiel. Dann schrie Sorge: Wehe, wenn mir einer in der nächsten halben Stunde auf die Latrine geht. Später wurde der Jude mit einem Enderhaken herausgefischt und lange mit Wasser abgespritzt. Er war tot. Sorge, was sagen Sie dazu? Ich glaube, dass der Zeuge die Wahrheit sagt, aber ich kann mich nicht erinnern. Im Klingerweg überraschte Sorge ein Häftling dabei, wie er rauchte. Er schlug ihn, der Mann fiel um und stand aber wieder auf. Da riss Sorge ihm die Mütze vom Kopf und warf sie über die Postenkette mit der Aufforderung, der Häftling möge sie wiederholen. Er tat es und wurde dabei von den Posten erschossen. Ich bin selbst von Sorge schwer misshandelt worden. 17 Schläge mit dem Stock auf den Bock, weil ich aus Versehen Sorge Stiefel berührt hatte. Bei 6 verzählte ich mich, da begann es von vorn. Ich wurde ohnmächtig. Schubert behauptet, er sei nie im Klingerweg gewesen. Stimmt das? Schubert war im Klingerweg. Das ist mir durch einen Vorfall besonders erinnerlich. Weibliche Badegäste wollten einmal auf dem Rück- oder Hinweg ins Klingerweg, das weiß ich nicht mehr, zusammen mit den Häftlingen über eine Brücke gehen. Schubert verhinderte das, indem er die Zivilisten zurückhielt. Zeuge Werner Schütz kam 1941 mit etwa 200 Mann aus Sachsenhausen. Unter uns befand sich ein beleibter älterer Mann, den Sorge mit Saujude beschimpfte und schwer schlug. Der etwa 65-jährige jüdische Häftling musste in die Knie beugen und seinen Koffer mit vorgestreckten Armen halten. Er fiel dabei um. Herzschlag. Schubert bearbeitete einen anderen Häftling aus der Gruppe mit Fußtritten und stieß ihn gemeinsam mit anderen SS-Leuten im Bad unter die heiße Brause. Der Mann schrie, auf seiner Haut erschienen Brandblasen, er war furchtbar verbrüht. Dann nahm Schubert einen Schlauch und spritzte den Häftling in kalten Wasserstrahl gegen das Herz. Der Mann fiel tot um. Schubert, was sagen Sie dazu? Das stimmt nicht! Ein Häftling, der den Essenskessel trug, rannte an der Tür einer Baracke gegen den eintretenden Sorge und beschmutzte ihn dabei etwas. Sorge riss die Kelle aus dem Kessel und schlug damit auf den Mann ein, bis er zusammenbrach. Der Tote blieb bis zum nächsten Zählerbild dort liegen. Sorge? Ja, das kann möglich gewesen sein. Einmal sah ich, wie Schubert in Lederhandschuhen einen Häftling immer wieder zu Boden schlug, um sich dann jedes Mal danach die Handschuhe wieder festzuziehen. Schubert? Das kann möglich gewesen sein. Dieses Eingeständnis müsste mit der Uhrzeit festgehalten werden. Die Ermordung des Salomon Meisles. Unter den Neuzugängen befand sich auch ein 73 Jahre alter, weißbärtiger Jude namens Salomon Meisles, der ziemlich klein von Statur und schwächlich war. Er stand in der ersten Reihe, als Schubert die Zugänge nach den Personalien und nach dem Haftgrund fragte. Er nahm sich sogleich Meisles vor und rief: Ein Weihnachtsmann habt ihr auch mitgebracht? Brennt der Bart auf? Er zündete ein Streichholz an und setzte den Bart in Brand, der fast vollständig abbrannte. Meisles erlitt dabei erhebliche Brandwunden. Dann hetzten Schubert und der Blockführer Kaiser die neu eingelieferten Häftlinge etwa 3 Stunden auf dem Appellplatz herum. Bei diesem Sport wurde Meisles in besonderem Maße von Schubert mit Schlägen und Fußtritten misshandelt. Im Anschluss daran wurden die Häftlinge zur Entlausung geführt und mussten danach noch etwa 2 Stunden lang in der Abendkälte in Kniebeuge hocken. Erst dann wurden sie dem Block 37 zugeteilt. Meisles war durch die Misshandlungen bereits so geschwächt, dass er nur mit Mühe und Not und der Mithilfe seiner Kameraden den Block erreichen konnte. Schubert suchte sich in der Folgezeit vor allem Meisles als Opfer aus und fragte: Wo ist der Weihnachtsmann? Er schlug auf den jetzt bartlosen Greis so lange ein, bis dieser zu Boden ging. Du markierst nur, rief Schubert und schlug weiter auf Meisles ein. Infolge der dauernden Misshandlungen zischte dieser dahin. Er wurde ein paar Mal auf eine Decke zum Appellplatz getragen und ist alsdann am 19. Januar 1940 verstorben. Zeuge Leonard Casson Leoli aus Malmedy. Sorge ließ aus den etwa 50 Leuten am Tor ein halbes Dutzend vortreten, zwang sie in die Kniebeuge zu gehen und schlug sie dabei. Ein jüdischer Häftling hatte einen Stock bei sich, den Sorge ihm entriss und ihn damit schlug. Er fiel um und war tot.
Zeuge George Audau aus Brüssel-Ederbeck. Es handelt sich bei diesem jüdischen Häftling um einen kleinen, alten Mann. Sorge versetzte ihm zuerst einen Schlag vor den Bauch, dass er sofort umfiel. Dem Gefallenen trat Schaum vor den Mund. Ich befand mich ganz in seiner Nähe, etwa eine halbe Stunde lang. Der Mann regte sich nicht mehr. Die Nasenlöcher waren voll von schwarzem Blut. Sorge selbst war erstaunt über diesen schnellen Tod. Zu mir sagte er, in 8 Tagen bist du tot, du Schweinehund. Zeuge Franz Kiranek aus Neuruppin. Ich war Sanitäter im Revier. Durch diese Funktion hatte ich einen besonders guten Ein- und Überblick über die Zustände und Vorkommnisse im Lager. Alle Kranken und Misshandelten, die ins Revier kamen, gingen über meine Kontrolle. Die meisten Wunden waren durch Misshandlungen entstanden. Schwellungen, Eiterungen, auch Amputationen wurden nötig. Die Zahl der Toten war sehr groß, besonders jene aus dem Klinkerbeck. Bei manchen Misshandelten lag das Gehirn bloß. 14 bis 15 Tote am Tag waren keine Seltenheit. Im Ganzen standen 2 bis 3 SS-Ärzte zur Verfügung, die sich kaum um die Häftlingskranken und Misshandelten kümmerten. Von den Misshandelten kamen nur die mit Brüchen ins Revier. 5 bis 10 Fälle täglich, darunter viele Gelenkbrüche unterhalb der Kniescheibe. Juden kamen kaum ins Revier. Ich erinnere mich an einen Häftling, den ein Nagel im Arm steckte. Es gab Versuche an kranken Häftlingen. Ihnen wurden Gaskampfstoffe in den Oberarm injiziert. Das Glied war oft bis auf den Knochen verbrannt, die Muskulatur schwer beschädigt. Ober- und Unterschenkel wurden aufgeschnitten und Schmutz in die Wunden gestreut, um die Wirkung zu beobachten. Viele starben davon an Wundbrand. Andere mussten Unterarme und Hände abgenommen werden. Jüdischen Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren wurde eine Flüssigkeit eingegeben. Es ist mir aber nicht bekannt, ob die Kinder daran verstarben, dass sie mir aus den Augen kamen. Zeuge Heinrich August Georg Kanzler aus Oranienburg. Bei der Einlieferung fragte Schubert einen jüdischen Häftling, warum er hier sei, wobei er ihn mit einer Latte schlug. Der Häftling sagte, ich weiß es nicht. Und Schubert schlug ihn immer weiter, bis der Misshandelte schließlich rief, er sei Jude. Da fiel Schubert mit Fäusten, Stiefeln und Knüppel über ihn her. Es hörte sich an, als drehte man in eine leere Kiste. Der jüdische Häftling verstarb. Schubert war der Schrecken des Lagers. Einmal habe ich es in der Wachstube knallen gehört. Schubert erschien mit der Pistole in der Hand und gleich darauf kam ein Häftling ins Revier, dem eine Kugel in der Schulter steckte. Zeuge Hermann Betz aus Köln. Eines Tages kam Sorge auf dem Fahrrad und versetzte einem jüdischen Häftling, einem älteren Mann mit einem Farbtopf, einen Schlag. Der Misshandelte konnte nicht mehr gehen und musste auf dem Rückweg ins Lager gestützt werden. Er kam ins Revier und ich erfuhr auf der Schreibstube, dass er verstorben sei. Ich hatte mich liebhabenderweise mit Astrologie beschäftigt, ohne sie etwa ernst zu nehmen. Schubert aber war astrologiegläubig und ich las ihm aus der Hand. Sein Führer glaubt ja auch an die Sterne. Ich sagte zu Schubert, was er gerne hören wollte. Etwa, dass seine Bemühungen, an die Front zu kommen, leider scheitern würden. Das hörte er gern und ließ es sich von mir immer wieder sagen. Wieso wollte Schubert, der Soldat Schubert, der hier behauptet, keinen sehnlicheren Wunsch gehabt zu haben, als an die Front zu kommen, gar nicht an die Front? Schubert an die Front? Natürlich nicht! Zeuge Edmund Hünninger aus Liberec. Zu Ehren der Ankunft eines Gauleiters wurden 4 eiserne Galgen eingeweiht. 4 20-jährige Russen wurden daran aufgehängt. Zeuge Ernst Egert aus Bielefeld. Als Kalfaktor war ich im Zellenbau von Sachsenhausen. Das war der Todesort des Lagers. Im Winter sind die Häftlinge in der strengen Kälte wie die Fliegen umgefallen. Ich habe gesehen, wie Häftlinge zu 5 die Hände hinten gebunden, daran an Haken gehängt wurden. Sorge hat sich nur an sie gehängt. Zeuge Walde Erich Gotthard aus Leipzig. Ein kranker Häftling wurde mit einem Schubkarren zum Appellplatz gefahren. Sorge sagte, gib das Schwein mal her, ich werde ihm zeigen, wie ein Hund verreckt.
Er misshandelte den Häftling mit Fäusten und Tritten so schwer, dass er daran verstarb. Ein jüdischer Häftling war von Sorge über ein Fahrrad geworfen worden, sodass seine Beine und sein Kopf auf der Erde schleiften. Den ganzen Weg vom Klingerweg bis zum Lager. Das Gesicht des Häftlings war bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen. Am nächsten Tag war er tot. Zeuge Alfred Schettelbauer aus Düsseldorf. Auf dem Weg zum Klingerweg hat Schubert einmal im Morgengrauen einen Häftling, der sich aus der Reihe nach einem Zigarettenstummel bückte, niedergeschossen. Ich stand nur wenige Schritte entfernt und sah, wie Schuberts Pistole noch rauchte. Es war eine 08-Pistole. Der Zeuge sagt, es war eine 08-Pistole. Ich hatte aber stets nur eine 765er bei mir. Aber Schubert, es ist doch ganz gleichgültig, mit welchem Kaliber Sie getötet haben. Zeuge Otto Passage aus Lübeck. Wir wurden von Berlin nach Sachsenhausen vom Beamten der Kriminalpolizei begleitet. Bei der Ankunft wurden diese Kriminalbeamten ebenfalls von der wild um sich schlagenden SS aus den Waggons geprügelt. So blindwütig ging es vor sich. Wir haben Schubert nie ernst genommen. Er war ein Wichtigmacher. Abends kam er im betrunkenen Zustand ins Lager und jagte dann die Häftlinge im Hemd um die Baracken. Im Rahmen der körperlichen Züchtigung konnten 5 bis 25 Schläge, in der Regel war es immer die Höchststrafe, verabfolgt werden. Es kam auch vielfach vor, dass die doppelte Anzahl verabfolgt wurde. Beispielsweise, wenn sich der Häftling, der die Schläge mitzuzählen hatte, verzählte. Bei dieser Züchtigung konnte leicht der Tod des Häftlings eintreten. Im Zusammenhang mit der Prügelstrafe ist das Pfahlhängen zu erwähnen. Die Hände des Häftlings wurden hinter dem Rücken mit Stricken gefesselt. Dann wurde der hochgehobene Körper mit den gefesselten Händen an den Haken eines Pfahls in etwa 2 Meter Höhe aufgehängt, sodass der Körper frei in der Luft schwebte. Das ganze Körpergewicht lastete also auf den nach hinten aufwärts gebogenen Gelenken. Diese Tortur war mit den fürchterlichsten Schmerzen verbunden. Die Schreie der auf diese Weise gequälten Häftlinge wurden im ganzen Lager gehört. Diese Tortur hatte in der Regel ausgerenkte Schultergelenke und zum Teil dauernde Körperschäden zur Folge. Die SS-Unterführer verschlimmerten noch die Qualen, indem sie den hängenden Häftling hin und her bewegten. Die Strafe des Torstehens wurde zu einer entsetzlichen Marter, wenn die Häftlinge den ganzen Tag über bei glühender Hitze, ohne Schatten oder im Regen oder was noch schlimmer war, in eisiger Kälte vor der Blockführerstube stehen bzw. in Kniebeuge mit vorgehaltenen Armen hocken mussten. Oft vergnügten sich die SS-Bestien noch zusätzlich damit, die vor der Blockführerstube stehenden Häftlinge zu schlagen, zu drehen und selbst bei strenger Kälte mit Wasser zu übergießen. Die Folge war, dass die Häftlinge schon vielfach an Ort und Stelle zu Eissäulen erstarrten und tot zusammenbrachen. Der Zeuge Schmidt gehörte im Februar 1940 zum Block 47. In diesem Block war ein schmächtiger Mann im Alter von 35 Jahren, der ebenfalls als politischer Häftling galt. Dieser Häftling war gesundheitlich völlig heruntergekommen und nicht mehr in der Lage aufzustehen. Im Revier wurde er nicht aufgenommen. Zum Appell musste er von seinen Kameraden getragen werden. An einem Tag im März 1940 war der Zeuge Schmidt zum Stubendienst eingeteilt und hatte die Aufgabe, mit 3 weiteren Häftlingen den Kranken zum Morgenappell auf den Appellplatz zu tragen, wo er auf den Boden gelegt wurde. Während des Appells erschien Schubert, trat den am Boden liegenden kranken Häftling zunächst mit den Stiefeln in die Seite und stellte sich dann mit beiden Beinen auf seinen Körper, wobei er hämisch bemerkte, ich will mal sehen, ob der das noch aushält. Dann ging er weiter. Nach dem Appell schaffte der Zeuge Schmidt mit anderen Kameraden den von Schubert misshandelten kranken Häftling in das Revier. Als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass der Häftling bereits verstorben war. Zeuge Karl Vollmershaus aus Koblenz. Sorge liebte es, vom Fahrrad mit einem Knüppel in der Hand auf die Häftlinge einzuschlagen. Einmal ließ er 700 bis 750 Häftlinge durch eine Gasse laufen, die von ihm und einem anderen SS-Mann dann geschlagen wurden.
Zeuge Heinrich Meyer aus Lübeck. Sorge und Schubert legten Häftlingen Fahrradschläuche um die Brust und drehten sie dann immer fester, um die Halberstickten dann unter Wasser sterben zu lassen. Dort, wo der Galgen stand, wurde Weihnachten ein Tannenbaum hingesetzt. Als eine Methode, unliebsame Häftlinge auf möglichst unauffällige Weise zu töten, ging nachts plötzlich die Sirene. Die Häftlinge hatten sich dann auf die Erde und auf das Gesicht zu legen, ohne aufzugucken. Dabei ging die SS durch die Baracken und nahm ihre Erschießungen unter dem Vorwand, der Betreffende habe aufgeguckt, vor. In dem strengen Winter 1939 auf 1940 hat es morgens in meinem Block stets 5 bis 6 Tote gegeben. Ob jemand noch am Leben war, prüfte die SS dadurch, dass sie dem Betreffenden mit den Nagelschuhen ins Gesicht trat. Zeuge Adam Rittmann aus Worms. Ich war Schuberts Kalfaktor. Einmal kam ich dazu, wie Schubert das Bild der Tochter eines höheren SS-Führers, die nichts von ihm wissen wollte, zwischen 2 Pistolen auf den Tisch gestellt hatte. Schubert fragte mich, was er mit dem Mädchen machen solle, und schoss dann auf das Bild. Zeuge Dr. Friedrich Maaser aus Düsseldorf. Wir mussten Schuhe von mehreren Pfunden anziehen, die mit eisernen Falten versehen waren, und uns ununterbrochen im Laufschritt im Kreis bewegen. Die SS auf Rädern schlug mit Knüppel auf uns ein. Das ging ungefähr 2 Stunden so. Wir fielen hin zu Klumpen übereinander. Da mussten wir uns hinlegen und wieder aufstehen. Schließlich in die Kniebeuge gehen, wobei das Gesäß die Haken nicht berühren durfte. Die Schmerzen waren unerträglich. Das Teuflische lag darin, dass wir uns selbst foltern mussten. Während dieser Kniebeuge mussten wir den sogenannten Sachsengruß entbieten, nämlich die Hände im Nacken falten und auch noch hüpfen. Am Ende waren wir nicht mehr bei Sinnen. Wir schauten uns mit ihren Augen an. Dr. Schmidtmann fiel bei diesen Torturen am 2. Tag hin und blieb liegen. Schubert kam hinzu und schrie: Warum läufst du nicht? Schmidtmann flehe beschwörend: Ich kann nicht mehr. Schubert trat und schlug ihn immer wieder und schrie: Hoch! Schmidtmann kam bis in die Knie. Dann brach er um und schrie in höchster Not: Ich kann nicht mehr. Er wurde später leblos auf den Appellplatz getragen. Schubert kam heran und fragte: Ei, wer liegt denn da? Das ist ja unser Schulmeister. Dr. Schmidtmann starb am 12. September 1939. Was sagen Sie dazu, Schubert? Das stimmt nicht. Wagen Sie tatsächlich, diesem alten Herrn entgegenzulügen? Schämen Sie sich denn gar nicht? Oder wissen Sie nicht mehr, was Scham ist? Schubert hat so unbefangen und fröhlich getötet, wie er aussah. Er war geschult worden, dass in diesen Lager nur Untermenschen kämen. Und danach handelte er. Alle diese jungen SS-Leute haben die Bestialität erst lernen müssen. Manche von ihnen ist zunächst noch übel geworden, aber dann trat die Gewöhnung ein. Und sie machten alle mit. Ein SS-Mann in Sachsenhausen sagte später: Nach dem ersten Ermordeten, den ich im KZ Sachsenhausen sah, konnte ich nicht einschlafen und weinte die ganze Nacht wie ein kleines Kind. Nach einer gewissen Zeit, nachdem ich unzählige ermordete Häftlinge gesehen und selbst einige umgebracht hatte, konnte ich nur noch einschlafen, wenn ich am selben Tage Tote gesehen hatte. Im Verlauf der Kristallnachtaktion gegen jüdische Geschäftsleute und Gewerbetreibende im ganzen Reichsgebiet am 9. November 1938 wurde eine große Anzahl Juden in mehreren Schüben in das KZ-Lager Sachsenhausen gebracht. Zuvor hatte der Schutzhaftlagerführer Höss die SS-Bewachung zusammengerufen, sie von den bevorstehenden Transporten unterrichtet und erklärt, dass kein Jude lebend das Lager verlassen würde. Der erste Transport jüdischer Häftlinge kam in der Nacht an und wurde von der SS, darunter befand sich auch Sorge, vom Bahnhof Sachsenhausen abgeholt und unter groben Misshandlungen in das Lager eingeliefert, wo Häftlinge teilweise ohne Schuhe und in zerrissenen Kleidern ankamen und bereits 12 Tote mitschleppten. Die jüdischen Häftlinge wurden alsdann in Blocks eingewiesen, aus denen alle Betten entfernt und in denen Stroh hineingeschüttet war.
Die Häftlinge wurden derartig zusammengefärscht, wie dies nach dem Eindruck des Zeugen Kautschus nur bei Ölsardinen der Fall ist. Nunmehr wurden die jüdischen Häftlinge aus ihren Blocks gejagt. Eine Anzahl SS-Männer unter ihnen war Sorge, trieben daraufhin etwa eine Stunde lang mit den jüdischen Häftlingen Sport. Bei diesem bis zur körperlichen und seelischen Erschöpfung dauernden Hin- und Hergehetze, Marschieren, Dauerlauf, Hüpfen, Rollen, Robben, schlug die SS mit Knüppeln und Ochsenziemen wahllos, insbesondere auf die Häftlinge ein, die den Anstrengungen nicht mehr gewachsen waren. Dies war naturgemäß bei vielen älteren Häftlingen der Fall. Zum Beispiel gab Sorge den Befehl, sich auf den Boden zu rollen. Während des Rollens lief er dann mit einem Holzknüppel in der Hand über die rollenden Häftlinge hinweg, schlug auf sie ein und trat mit seinen Stiefeln auf ihren Köpfen herum. Nach Beendigung der Aktion blieben zahlreiche Häftlinge tot liegen. Die Toten und die Schwerverletzten wurden von den dazu befohlenen Häftlingen zum Revier abtransportiert. Von den schwerverletzten Häftlingen verstarben kurze Zeit darauf weitere. Zeuge Hans Hackmann aus Bremen. Schmidtmann, ein ehemaliger Zentrumsabgeordneter, 65 Jahre alt, keuchte heftig an diesem Morgen. Der Mann wird es nicht überleben, dachte ich bei mir. Mit Schreien, Tritten und dem Knüppel ging Schubert immer wieder gegen ihn an, bis Dr. Schmidtmann willenlos wie eine Maschine versuchte, seinen Befehlen nachzukommen. Es war üblich, dass wir uns gegenseitig mit heimlichen Zurufen wie »Kopf hoch, Kameraden« ermunterten in unserer Erschöpfung. Schmidtmann jedoch hat davon nichts mehr gehört. Er befand sich bereits im Übergang vom Leben zum Tode. Zeuge Henry Langenau aus Bremen. Ich erinnere mich, dass Dr. Schmidtmann besonders von einem SS-Mann, der eine HJ-Nadel trug, misshandelt wurde. Schubert, trugen Sie eine solche Nadel? Eine solche Nadel hatte ich. Der SS-Mann hatte Schmidtmann unter Beschimpfungen so lange getreten, bis er umgefallen ist. Lasst mich liegen, es hat keinen Zweck mehr, hat Schmidtmann zu den anderen Häftlingen gesagt. Er wurde in völlig verschmutzten Zustand in die Bekleidungskammer gebracht. Dieses Bild habe ich nie mehr loswerden können. Zeuge Karl Grefe aus Hohenlimburg. Sorge hat mich 7 Stunden am Pfahl hängen lassen. Die Muskeln sind mir weggerissen worden. Nach dem Hängen kam ich in den Bunker. Hände und Arme waren mir unbewegbar. Ich habe wie ein Hund vom Teller auf der Erde essen müssen, 5 Tage lang. Meine Arme waren 10 Monate lang völlig unbrauchbar. Ich war im Totenkeller von Sachsenhausen beschäftigt. Dort lagen bis zu 200 Tote. Stets waren Bein- und Armbrüche, auch gebrochene Rippen an ihnen festzustellen gewesen. Manchmal kam ein Arzt von Berlin und sezierte. Jedes Organ musste vorgezeigt werden. Die Knochen waren kaputt, die Organe verfärbt. Es hat auch Erschossene unter den Toten gegeben. Sorge hat vor meinen Augen einen Häftling im Totenkeller erschlagen. Ich selbst habe dem Toten anschließend die Häftlingsnummer abgenommen und sie in die Schreibstube gebracht. Zeuge Wilhelm Kersting aus Iserlohn. Klosterschulde war ein ungewöhnlich großer Mensch. Er wog 2 Zentner und im Lager gab es keine passende Kleidung für ihn. Er hat viel zu kurzes Zeug getragen und seine Stiefel mussten vorne aufgeschnitten werden. Klosterschulde war beim sogenannten Stehkommando, später dann aber auch zum Klinkerwerk befohlen, wo er 2 Tage gearbeitet hatte und dann keuchend von den Misshandlungen zurückkehrte. Sorge empfing ihn mit, du Schwein lebst immer noch, und trug ihm auf, sich selbst aufzuhängen. Aber Klosterschulde erklärte uns, er werde keinen Selbstmord begehen. Er starb. Hans Zentara hatte, als er einen Brief schrieb, einen Klecks gemacht. Ich warnte ihn, den Brief so abzuliefern, aber er kümmerte sich nicht darum. Diesen Klecks nahm Sorge als Anlass, Zentara einen Schlauch in den Mund zu stecken und das Wasser aufzudrehen, woran Zentara gestorben ist. Zeuge Paul Zilger
aus Lamberts Walter. Ich habe davon gehört, dass Häftlinge Klosterschulder auf dem Weg vom Klingerwerk zum Lager auf eine Leiter tragen und ihn auf Kommando fallen lassen mussten. Und zwar bis zu 30 Mal. In einer Blockführerstube, in der sich Schubert und Sorge befanden, knallten einmal zwei Schüsse. Ich habe dann darin zwei tote sowjetische Offiziere gesehen. Es erging im Sommer 1939 eine Anordnung, dass für Juden keine Führungsberichte mehr gemacht zu werden brauchten. Sie sollten der Sonderbehandlung zugeführt werden. Solche Häftlinge wurden zunächst einmal in primitivster Weise untergebracht. Anstelle der planmäßig vorgesehenen etwa 150 Häftlinge wurden die doppelte und dreifache Zahl in eine Baracke gefärscht. Dann ging man systematisch daran, die Häftlinge durch den sogenannten Sport zu reduzieren. Dabei handelte es sich um eine besondere Quälerei zur restlosen körperlichen und seelischen Vernichtung. Sie mussten immerfort marschieren, laufen, auf dem Boden rollen, robben und hüpfen. Dabei wurden sie geschlagen und getreten. Wenn ein Häftling nicht weitermachen konnte oder liegen blieb, wurde er so lange misshandelt, bis er sich unter Aufbietung letzter Kraft aufraffte, um dann bald noch erschöpfter zusammenzubrechen. Das wiederholte sich so lange, bis der Häftling trotz aller Misshandlung liegen blieb und später weggetragen wurde. Die ohnehin geschwächten Häftlinge und besonders die Alten und Kranken hatten dabei sehr zu leiden. Viele starben dabei. Man hetzte, schlug und trat sie auf dem Appellplatz vor und in den Baracken zu Tode. War es kalt, jagte man die Häftlinge nackend durch den Schnee. Die SS-Leute mussten in Schichten eingeteilt werden, damit dauernd Leute da waren, die die Häftlinge nicht zur Ruhe kommen ließen und damit das Vernichtungszoll erfüllten. Oder man sperrte die Häftlinge dicht zusammengedrängt stehend oder schichtweise übereinander liegend in die luftdicht abgeschlossenen Besenkammern in den Baracken, damit sie dort erstickten. Wer von den Häftlingen dann noch lebte, wurde mit besonders schweren Arbeiten liquidiert. Die nach den Vernichtungsaktionen im Lager noch übrig gebliebenen Juden wurden Oktober 1942 nach Auschwitz überstellt. Von zwei jüdischen Häftlingen. Im Februar 1940 herrschte starker Schneefall, sodass die Häftlinge zu verschiedenen Arbeitsplätzen nicht ausrücken konnten. Sie mussten deshalb während der Arbeitszeit in der Toilette oder im Waschraum ihres Blocks dicht gedrängt stehen, wo sie laufend von den verschiedenen Blockführern kontrolliert und dabei misshandelt wurden. Schubert erschien an diesen Tagen mit drei weiteren SS-Männern. Schubert ließ sich vom Block Ellison zwei Wasserschläuche geben und schloss diese an die Kräne im Waschraum an. Dann ergriffen die SS-Leute zwei in der Nähe stehende jüdische Häftlinge, darunter auch den 50 Jahre alten Professor Lichtenstein, und steckten diesem den Schlauch in den Mund. Schubert hielt Professor Lichtenstein fest und drückte ihm den Mund zusammen. Darauf öffneten sie den Wasserhahn bis zum Äußersten. Mit dem anderen Häftling machten die SS-Männer das Gleiche. Durch das Eindringen des Wassers blähten sich die Leiber der Häftlinge auf. Nach einigen Minuten ließen sie von den Häftlingen ab, als diese tot zusammenfielen. Die SS-Leute brachen in lautes Gelächter aus. Die toten Häftlinge wurden vor die Tür gelegt. Zeuge, ein Saulwächter aus Düsseldorf. Als ich im Krankenrevier tätig war und entdeckt wurde, dass ich einem Häftling eine Gummidecke um das Hemd gegeben hatte, kam ich eine Stunde an den Pfahl. Auf dem Bock erhielt ich 25 Stockhiebe. Die Qualen, denen die Häftlinge unterworfen waren, sind unvorstellbar gewesen. Oft mussten wir Stunden oder tagelang in Kniebeuge sitzen, manchmal von oben bis unten mit Wasser bespritzt bei großer Kälte. Bei dem Spritzen mit Wasser gegen Herz- und Halsschlagader sind die Misshandelten schon oft tot umgefallen. In Sachsenhausen wurde ich Zeuge, wie Dr. Kaspar Anratz zu Tode misshandelt wurde. Als Anratz einmal auf Block 11 furchtbar schrie, kam ich hinzu und sah, wie ein SS-Mann unter Aufsicht Sorges versuchte, Anratz mit dem Kopf in einen Abortkübel zu drücken. Danach versuchte der SS-Mann Anratz, die Spitze eines Wasserschlauchs in den After zu stecken. Ich hörte das Wort Glistier. Später sah ich den Häftling dann im Klosett liegen, mit heruntergezogener Hose. Am nächsten Morgen war er tot.
Ein Häftling namens Mengels wurde in der Isolierung von Sorge schwer misshandelt. Er wurde nass gespritzt und musste den Sachsengruß entbieten. Nachher lag Mengels auf der Erde, gekrümmt, teilweise entblößt, völlig eingeschneit. Er kam in den Leichenschuppen. Zeuge Paul Bohnemann aus Berlin. Im Block 12 mussten sich die Häftlinge an die Wand stellen. Da wurde von der SS Zielübung veranstaltet. In der Isolierung waren von den 1200 Häftlingen steht 700 halb verhungert und krank. Sie mussten, da sie nicht arbeiten, stehen. Im Sachsengruß. Das heißt, im Kniebeuge mit Händen im Nacken. Auch im Winter und zwar im Freien. Im Sommer im Wasch- und Klosettraum, wo die Fenster verschraubt und die Lugen zugenagelt wurden. Etwa 150 Häftlinge standen wie die Ölsardinen zusammen, von 7 Uhr morgens bis 17.30 Uhr. Mancher blieb im Tode stehen, so eng waren sie zusammengepresst. In der Isolierung gab es täglich Tode bis zu 15. Schubert ist am Tod von 200 Wehrmachtsangehörigen verantwortlich beteiligt gewesen. Es waren junge Menschen. Sie haben von morgens bis abends marschieren müssen. Im KZ haben sie lahme Gehen gemacht. Dabei sind sie in den Tod geschlagen worden. Sie bekamen kein Essen. Lediglich 7 blieben nach dieser Tortur am Leben. Ein 22-jähriger Häftling hat in seiner Verzweiflung den mit 2000 Volt geladenen elektrischen Draht rennen wollen, nachts. Er wurde dabei vom Wachturm angeschossen und schrie ununterbrochen Hilfe, bis er verblutet war. Zeuge Johann Wobbel aus Düsseldorf. Beim Garagenbau packte Schubert einen mir namentlich nicht bekannten jüdischen Häftling, hielt ihn über eine Lore mit Wasser und forderte uns Bibelforscher auf, erfrischt ihn mal, ihr sollt ihn taufen. Wir bestrichen ihm die Stirn symbolisch mit Wasser. Schubert, ergrimmt über unsere Resistenz, hielt ihn ganz ins Wasser und als er ihn losließ, fiel der jüdische Häftling tot um. Schubert hatte ihn erdrosselt und ersoffen. Ein Bibelforscher namens Rahuba war ein ungewöhnlich tapferer und standhafter Mann. Er nahm beim Abspielen des Horst-Wessel-Liedes die Mütze nicht ab. Er wusste genau, dass er dafür bestraft wurde. Er wurde bis zum Kopf eingegraben, nachdem er vorher von Sorge und anderen krummgeschlagen worden war. Er starb. Anfang 1939 wurde ein Kugelfang im Lager aufgestellt. Das ganze Lager musste antreten. Ein Bibelforscher wurde gefesselt vorgeführt und erschossen. Der Bruder des Erschossenen musste ihn in den Sarg legen. Anschließend mussten wir Sport machen. Besonders Schubert tat sich dabei wieder hervor. Wenn Schubert kam, zitterte das ganze Lager. Zeuge Karl Block aus Berlin-Adlershof. Rahuba, nachdem er 25 Stockhiebe ohne Stöhnen hingenommen hatte, was nur selten geschah, stand auf und ging in seinen Block. Zwei Blockführer, einer von ihnen Sorge, gruben Rahuba ein und verrichteten ihre Notdurft über den Kopf des Wehrlosen. Es kam vor, dass alle männlichen Mitglieder jüdischer Familien zusammen in das KZ-Lager eingeliefert wurden und auch zusammen in einem Block lebten. Schubert hatte seine besondere Freude daran, Väter und Söhne hervorzurufen und zu veranlassen, sich gegenseitig zu schlagen. Um die Jahreswende 1939-40 war er nach dem Morgenappell in Block 39 und fragte, ob sich in diesem Block Vater und Söhne befänden. Der Blockälteste machte ihn auf zwei Häftlinge aufmerksam, die vortreten mussten. Schubert forderte nunmehr den 17-jährigen Jungen mit Vornamen Salo auf, seinem Vater eine Ohrfeige zu geben, weil dieser Schuld daran trage, dass er im KZ sei. Der Junge gab daraufhin seinem Vater einen leichten Streich. Schubert war damit nicht zufrieden und schlug nun seinerzeit den Vater mit der Faust ins Gesicht und trat ihn in den Unterleib. Der Vater fiel darauf zu Boden. Als der Sohn zu weinen begann, wandte sich Schubert wieder diesem zu und misshandelte ihn mit Faustschlägen und Fußtritten, sodass auch er hinfiel. Daraufhin bat der noch auf dem Boden liegende Vater, seinen Sohn doch nicht zu schlagen. Schubert wandte sich daraufhin dem Vater zu und trat mit den Stiefeln auf ihn ein. Der Vater verstarb noch am gleichen Tage. Seine Leiche wurde zum Mittagsappell aus dem Block getragen. Zeuge Johann Görlitz aus Nordhorn. Schubert hat sich noch an die am Pfahl hängenden gehängt. Wenn die Gequälten schrien, schießt mich doch tot, sagte Schubert, ich werde euch totschießen, mit Katzenscheiße.
Als Sorge den Verdacht hatte, es sei unter uns Häftlingen politisiert worden, hing er mich eine Stunde und 20 Minuten an den Pfahl. Er schaukelte mich auch noch. Dabei sprang meine Sehne heraus. Anschließend sollte ich den Pfahl auch noch wegbringen, konnte es aber nicht. 8 Tage später hing Sorge mich wieder auf. Einem jüdischen Häftling namens Samuel Levi trug Sorge auf, Reisig zu sammeln. Kurz darauf ertönte ein Schuss. Der Häftling war tot. Zeuge Albin Lüttke aus Hamburg. 4 Bibelforscher, die zunächst je 75 Stockschläge bekommen hatten, wurden dann 1940 im Industriehof erschossen. Die grausigste Methode war, die Menschen allmählich verhungern und in nassen Kleidern im Winter bei Frost stehen zu lassen. Zeuge Ivan Heben aus New York. Weil Sorge nicht rechnen konnte, mussten wir manchmal lange stehen, oft auch im Winter. Er musste die Toten addieren, um dem Lagerführer die genaue Zahl mitzuteilen, und dabei geriet er in Schwierigkeiten. Er ließ uns so lange stehen, bis alles aufgeklärt war, im Winter 1941 einmal die ganze Nacht hindurch. Dabei gab es etwa 70 Tote. Ich sah einmal, wie Sorge einen Häftling tötete. Dieser Häftling war ein baltischer Oberst, mit dem ich an jenem Tag Wäsche trug. Die Wäsche, die wir trugen, war sehr schwer. Sorge kam, sah und schrie: Laufschritt! Und hieß uns dann, die Tragbare hinzusetzen. Sorge gab mir eine Ohrfeige, dass ich hinfiel. Er rühmte sich. Eine Ohrfeige von ihm fälle jeden. Als er dem Oberst eine Ohrfeige gab, blieb der stehen. Da trat Sorge ihm in die Hoden. Der Mann fiel um und war ohnmächtig. Sorge trat auf ihm herum, sprang auf ihn herauf. Dann ging er weg. Der Oberst kam in den Block und wurde mit Wasser geweckt. Morgens, als wir aus dem Bett stiegen, schien er noch zu schlafen. Ich rüttelte ihn, aber der Oberst war tot. Er kam in die Leichenhalle. Er war an innerer Verblutung gestorben. Eine Niere war ihm weggetreten worden. Zeuge Professor Dr. Florent Peters aus Sint-Niklaas-Waas in Belgien. Ich kam am 31. Januar 1942 nach Sachsenhausen mit 12 anderen Häftlingen, von denen einer bei der Ankunft schon tot war. Einem zweiten wurden gleich nach der Ankunft das Auge ausgeschlagen. Es hing ihm auf der Backe. Ein dritter hielt seine Zähne in den Händen. Ein vierter bekam einen Fußtritt vor die Brust, dass er Blut spuckte und starb. Im Februar 1942 hörte ich vom gegenüberliegenden Block schreckliche Schreie. Es war der Block 37, in dem nur Juden waren. Sie mussten immer hinein und hinauslaufen, während die SS mit Knüppeln auf sie einschlug. Es klang wie beim Cricketspiel. Das spielte sich ein Dutzendmal ab. Schubert war dabei. Seine Sprache ist unverwechselbar. Es wurde mit Schemen, sogar mit Bengeln geworfen, in die Juden hinein. Eine grausige Szene. Dann zwang Schubert die Juden, sich draußen aufs Gesicht zu legen und stampfte ihnen mit den Hacken das Kreuz ein, als ging er über Eisenbahnschwellen. Zuerst starben 4, später nochmal 4. Anschließend ging Schubert in den Zigeunerblock und ließ sich Musik vorspielen. Ein junger Russe hatte furchtbar geschwollene Beine, offenbar Hungerödem. Als Sorge ihn fragte, was er habe, zog der Russe die Hose hoch. Die Haut des Beines war glänzend und gespannt. Sorge trat ihm gegen das Bein. Der Russe schrie gellend, Blut und Wasser spritzten aus dem geplatzten Glied. Der Russe fiel hin und starb an Ort und Stelle. Zeuge Josef Scheins aus Malmedy in Belgien. Bei meiner Einlieferung hat Sorge ein Bibelforscher buchstäblich zertreten. Ebenso beim Sport einen ehemaligen SPD-Funktionär namens Willi Lieber. Du dicke Schwein, schrie er und stieß ihm in die Rippen. Am anderen Tag wurde Lieber ins Krematorium geliefert. Beim Schulläuferkommando gab Sorge ein Landsmann von mir ein Kinnhaken. Dann trampelte er wie eine Bestie auf den Gefallen herum, zählte ihn in der Block 36 und erschlug ihn mit einer Wasserkanne. Der Häftling wurde mit zertrümmerten Schädeln ins Krematorium gebracht. Zeuge Rudolf Rotkegel aus Forst in der Niederlausitz. Schubert hatte damals den Block 37, in dem jüdische Häftlinge waren. Wenn sie einrückten, stemmte Schubert die Hände in die Hüften. Oft zwang er die Leute, sich hinzulegen, stellte sich auf sie und bohrte ihnen mit den Hacken auf den Brustkorb. Eine beliebte Redensart von ihm war im Schlafraum: Mauben raus! Dann jagte er die Häftlinge in der Baracke umher. Die Zwischenräume der Betten waren sehr eng, sodass die Häftlinge sich stießen und aneinander schlugen. Bei einer solchen Übung wurden einmal der 3 Zentner schwere Ofen ein ganzes Stück hinweg bis an die Tür gedrängt von den todesgeängstigten Häftlingen. Dann ließ Schubert sie vor die Baracke treten, im Hemd, und trieb Sport.
Seine Pose war lächerlich. Schubert war von einem enormen Geltungsbedürfnis getrieben. Es war bekannt, dass er einen Hellseher zu Rate zog. Bei einem Stehkommando hat Schubert einen Häftling auf die Erde getreten. Der Leichenwagen kam und hat auch gleich drei oder vier andere tote Häftlinge mitgenommen. Das war Ihrer Meinung nach die schändlichste Mordmethode? Das Spritzen mit Wasser. In 7 bis 8 Minuten trat der Tod ein. Das Pfahlhängen und das zu Tode hetzen. Dazu noch Sport. Einmal mussten wir 200 Kniebeugen machen. Die Ermordung von Abraham Nussbaum. Der jüdische Häftling Abraham Nussbaum musste sich, wie alle kranken jüdischen Häftlinge, die ja im Revier nicht aufgenommen wurden, auf der Toilette seines Blocks aufhalten. Am 14. April 1940 erschien Schubert im Block 37 und beanstandete den Gestank auf der Toilette. Er befahl, die kranken Häftlinge in den Waschraum zu schaffen und zu baden. Schubert ließ Abraham Nussbaum von einem Häftling und einem SS-Mann unter die Brause mit kaltem Wasser stellen. Nach einiger Zeit spritzte er selbst aus einem Schlauch kaltes Wasser in die Herzgegend und auf die Halsschlagader des Häftlings. Dieser brach nach einigen Minuten tot zusammen. Die Ermordung von Hans Zentara. Der politische Häftling Hans Zentara wurde auf dem Wege zur Strafkompanie von Sorge und dem Blockführer Bugdalle erheblich misshandelt. Dann überließ Sorge Zentara dem Blockführer Bugdalle zur weiteren Behandlung. In der Strafkompanie musste Zentara vor dem Block in Kniebeuge hocken und wurde dabei mehrfach mit Wasser übergossen. Am ersten Abend hatte ihm der Zeuge Paul Bonnemann noch frische Wäsche gegeben, damit er aus den nassen Sachen herauskam. Bei der Kontrolle eines Blockführers wurde dies bemerkt. Zentara musste daher in der Folgezeit auch nachts die nasse Unterbekleidung anbehalten. Er erhielt auch kein Essen mehr. Er musste jeden Tag Sport machen, wobei er zuvor mehrfach unter die kalte Brause gestellt wurde. Weiterhin bekam er jeden Tag 25 Stockschläge. Sorge kam mehrfach in die Isolierung und beteiligte sich an den Misshandlungen Zentaras. Zentara wurde, wie es der Zeuge Bonnemann ausgedrückt hat, buchstäblich zu Tode geschlagen. Der Blockführer Bugdalle forderte Zentara auf, sich aufzuhängen und gab ihm einen Strick. Zentara weigerte sich. Am Abend wurde Zentara wieder vom Blockführer Bugdalle vorgenommen und geschlagen. Eine halbe Stunde später fand ihn der Zeuge Paul Bonnemann im Abstellraum des Blocks 11 mit dem Strick erhängt. Zeuge Kurt Maliske aus München. Schubert war ein aufgeblasener Pfau. In Block 27 sprang er mal auf den Tisch, holte eine Pfeife heraus und befahl den Häftlingen nach den Stößen der Pfeife sich hinlegen und wieder aufzustehen. Es ging so schnell, dass die Häftlinge nicht folgen konnten. Im Ganzen eine trotz ihrer Furchtbarkeit lächerliche Szene. Einer der Häftlinge musste das nicht nur gefühlt, sondern dem auch durch Lächeln Ausdruck gegeben haben. Schubert rief ihn zu sich heran. Franz, komm mal her! Schubert nannte jeden Franz. Dann holte er ein Taschenbuch hervor und notierte den Namen des Häftlings. Dabei sagte er, dies ist mein Kochbuch und wer da hineinkommt, der ist morgen dort. Wobei er auf das Krematorium zeigte. Einmal fiel Schubert über einen alten Kriegsversehrten her, der ihm nicht schnell genug lief. Willst du wohl laufen, schrie er und trat ihn. Der Kriegsversehrte bettelte, bitte tun Sie mir nichts, ich war doch im Weltkrieg gewesen. Der Kriegsversehrte war nachher tot. Zeuge Erich Kauschus aus Delmenhorst. Sorge, das war das A und O von Sachsenhausen. Pest und Cholera konnten nicht schlimmer sein. Alle flüchteten vor ihm. Wo er hinschlug, wuchs kein Gras mehr. Ein jüdischer Häftling wollte aus Verzweiflung in den Draht, aber der führte keinen Strom. Der Häftling wurde angeschossen. Er schrie ununterbrochen, aber niemand durfte ihm zu Hilfe kommen. Das Schwein soll verrecken, bestimmte Sorge. Erst gegen 10 Uhr morgens wurde er geholt. Was brüllt das Schwein denn, fragte Sorge. Dem schwer Verwundeten wurden heimlich Morphiumspritzen zur Linderung seiner Schmerzen gegeben. Abends starb er nach Sorges Parole. Die Juden haben das Lager nicht mehr lebend zu verlassen. Zeuge Ebrahim Freddy Diamant aus Haifa in Israel. Ich bin aus Gelsenkirchen gebürtig und wurde zusammen mit Vater, Bruder und einer ganzen Reihe anderer Gelsenkirchener Juden am 9. September 1939 dort verhaftet. Am 21. Oktober 1939 wurden wir in Sachsenhausen eingeliefert. Schubert begrüßte uns mit Laufschritt, ihr Saujuden, wobei er uns schlug.
Nachdem uns der damalige Kommandant Höss einen Vortrag über die anständige Behandlung im KZ gehalten hatte, mussten wir 2 bis 3 Stunden Sport treiben, und zwar auf Anordnung von Schubert. Er zündete einem alten Juden den weißen Bart an. Als der alte Mann die Flammen ausschlagen wollte, schlug Schubert ihm die Hände herunter. Nimm die Pfoten weg, Saujude! In die Baracke geführt, wurden wir nackt ausgezogen und rasiert. Da mussten wir 2 bis 3 Stunden draußen nackt in der Kälte stehen. Es war sehr kalt. Der alte Mann mit dem verbrannten Bart konnte sich nur noch mit Mühe aufrecht halten. Schubert schlug ihn dann noch häufig beim Sport. Wenn er liegen blieb, wurde er trotzdem weitergeschlagen. Einmal versetzte Schubert dem alten Mann einen Schlag, dass er sofort umfiel. Er starb dann. Ein Häftling namens Hermann Landsmann, der eine schiefe Mundstellung hatte, trat Sorge mit dem Stiefel in den Unterleib. Er war am nächsten Tag tot. Den 75-jährigen Häftling Leo Sternbach schlug Sorge beim Sport mit einem Knüppel tot. Todesursache Darmkatarrh. Angeklagter Sorge. War Ihnen gar kein Gefühl gekommen? Dachten Sie nicht an Ihre Frau? Ich habe mich mit meiner Frau darüber nicht unterhalten. Im November 1939 zog Schubert die Pistole und schoss einem mir nicht bekannten Häftling in den Kopf. Er war tot. Zeuge Israel Kamil aus Haifa in Israel. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung zwischen Sorge und einem Blockführer auf den jüdischen Block. Wie viele sind denn heute verreckt? Als der Blockführer antwortete 4, sagte Sorge, das sind zu wenige. Morgen wünsche ich Meldung, dass mindestens die doppelte Zahl tot ist. Zeuge Samuel Elberin aus Lakewood, New Jersey in den Vereinigten Staaten. Wir waren 63 Ankömmlinge in Sachsenhausen. Alle Juden, die von Schubert geschlagen wurden. Ich war der Letzte. Schubert war schon etwas müde. Er hat mir mit der Faust nur ein blaues Auge geschlagen. Im Bad wurden wir heiß und kalt geduscht. Wir mussten unter dem Strahl bleiben. Unsere Baracke war völlig überfüllt. Es gab nur Stroh und dünne Decken. Viele krank und keinen Arzt. Wenn Juden sich krank melden wollten, wurden sie mit Stöcken davongejagt. Sorge hatte die Angewohnheit, sich von hinten an die Baracken anzuschleichen, durchs Fenster hineinzuspringen und dann zu schlagen. Es blieben regelmäßig 2 bis 3 Tote liegen. Auch die Toten mussten mit zum Appell. Wir mussten häufig 2 bis 3 Stunden um die Baracke laufen und dabei tötete Sorge den Krakauer Professor Leo Sternbach, den ich gut kannte. Der Professor war 75 Jahre alt und konnte nicht mehr laufen. Er war krank. Er hat Sorge um Gnade und Hilfe angefleht, aber Sorge riss ihn immer wieder hoch. Als Leo Sternbach nicht mehr aufstehen konnte, lehnte Sorge ihn gegen die Barackenwand und schlug ihn zu Tode. Ein anderes Mal schlug Sorge vor den Augen des 14-jährigen Sohnes den Vater tot. Der Tote, da kein Platz mehr in der Baracke war, wurde in die Toilette gelegt. Morgens mussten die Häftlinge, auch der Sohn, über die Leiche steigen. Es war ein Bild, das ich nie vergessen werde. Das Parteimitglied. Wo andere Vernunft hatten, hatte er nur Hass. Wo andere ein Herz hatten, hatte er nur sein NSDAP-Parteiabzeichen. Er lebte, wie er handelte, barbarisch. Er mordete, wie er dachte, barbarisch. Und als alles zu Ende war, das sogenannte Dritte Reich zerstört in Trümmern am Boden lag, zog er seine Morallosigkeit aus wie eine zweite Haut. Plötzlich war er angeblich ein Demokrat, wurde hohes, aktives Mitglied einer demokratischen Partei. Wo andere ein Herz hatten, hat er nur sein Parteiabzeichen. Die Ermordung von August Lütgemeier. Am 31. Dezember 1939 sprach der Häftling August Lütgemeier zusammen und lag vor dem Block 12. Zufällig näherte sich Schubert. Er winkte dem damaligen Lagerältesten der Isolierung Brink, der bei dem Zeugen Wobel stand, vom Tor der Isolierung aus zu und rief, Brink, schließ mir das Tor auf. Brink ließ Schubert herein. In diesem Augenblick trat der Blockführer Fickert aus Block 12 heraus, der Schuberts Stimme gehört hatte und mit ihm befreundet war. Schubert sah Lütgemeier vor dem Block liegen und fragte Fickert, was er da für einen Vogel liegen habe. Dann machte er den Vorschlag, den Häftling zu taufen. Beide Blockführer holten abwechselnd aus dem etwa 3 bis 4 Meter entfernten Waschraum einen Eimer Wasser nach dem anderen und schütteten ihn über Lütgemeier aus.
da an diesem Tag starke Frost herrschte, fror das Wasser an der Kleidung des am Boden liegenden Lübgemeie sehr bald, sodass er schließlich von einem Eispanzer umgeben war. Nach wenigen Stunden war Lübgemeie erfroren. Der Zeuge Bobel und der Lagerälteste Robert Brink erhielten den Befehl, den Leichnam in den Waschraum zu bringen. Der Körper Lübgemeies war derart gefroren, dass die beiden ihn vom Boden losreißen mussten. Sorge war das Krankenrevier ein Dorn im Auge. Die Krankenrevierhäftlinge erschienen ihm nicht lebenswert. So drangen Sorge und Schubert eines Morgens mitten im Winter 1939 gegen 6 Uhr in die Revierbaracke ein, in der damals die an Ruhe erkrankten Häftlinge lagen. Beide führten Hölzer in der Art eines Schaufelstiels mit sich. Diesen schoben sie jeweils unter den Körper eines Kranken, die teilweise infolge der Krankheit nur 70 bis 80 Pfund wogen, und warfen ihn mit einem Ruck aus dem Bett auf den Boden. Auf die am Boden liegenden Häftlinge schlugen sie dann mit den Hölzern ein. Die Aktion dauerte etwa 20 Minuten. Viele Häftlinge starben an diesen Misshandlungen. Zeuge Willi Vogelhut aus Haifa in Israel. Wir hatten einen Berliner Häftling, einen blinden Bürstenbinder. Er trug eine Brille. Es war in der Baracke des Judenblocks. Schubert kam mit zwei anderen Blockführern heran und hieß die Häftlinge sich in einer Reihe aufstellen. Der Blinde konnte nicht so schnell folgen und Schubert brüllte: Warum steht der Jude außerhalb? Als ihm geantwortet wurde, der Mann sei blind, schüttelte Schubert ihm die Hand vor Augen und brüllte: Der sieht ja, der markiert! Holte eine stählerne Spirale hervor, einen sogenannten Totschläger, und schlug damit auf den Blinden ein. Der fiel am Kopf blutend hin. Daraufhin ging Schubert weg. Nach zwei Tagen war dieser Häftling trotz aller Pflegeversuche tot. Haben Sie, Schubert, von diesem Zeugen den Eindruck, dass er aus Hass spricht? Ich wiederhole, haben Sie den Eindruck, als wenn dieser Zeuge aus Hass spricht? Glauben Sie, dass ich einen Blinden schlage? Ja, das glaube ich. Und das ganze Gericht mit mir. Im Stehkommando des Schlafsaals waren Vater und Sohn aus dem Hessischen, Salomon mit Namen. Schubert ließ beide vortreten. Dann forderte er den Sohn auf, dem Vater eine Ohrfeige zu versetzen. Denn der ist ja schuld daran, dass du hier bist. Aber der Sohn streichelte den Vater. Da versetzte Schubert dem Vater einen Kinnhaken und gleichzeitig einen Tritt in den Unterleib, dass er hinfiel. Als der Sohn nun weinte, gab Schubert ihm eine Ohrfeige und bedachte ihn mit Tritten in den Unterleib. Der Junge ging zu Boden. Als der Vater darauf bat, er möge den Sohn nicht mehr schlagen, zertrat Schubert den Vater. Beim Mittagsappell wurde der Vater tot gemeldet. Es ist nicht bekannt, was aus dem Sohn wurde. Er wurde jedenfalls nicht wiedergesehen von uns, sodass auch sein Tod zu vermuten ist. Im Waschraum des Block 37 musste ich mit ansehen, wie Schubert zwei Häftlingen einen Wasserschlauch in den Mund steckte. Der eine hieß Professor Lichtenstein. Nachdem Schubert ihm den Schlauch in den Mund gesteckt hatte, drehte er das Wasser auf. Der Körper blähte sich auf. Als der Schlauch aus dem Mund genommen wurde, schoss ein Wasserstrahl nach. Beide Häftlinge starben. Ein Mannheimer Jude, Karl Goldmann, ein Bekannter von mir, Bäcker, 45 Jahre alt, kam eines Tages völlig erledigt vom Klinkerwerk zurück und lag in der Baracke. Er konnte noch sprechen. Da kam Schubert herein, stellte mit einem Fußtritt fest, ob Goldmann noch lebte, stellte ihm dann den Absatz des Stiefels auf den Mund und drehte sich auf dem Absatz herum. Ich befand mich nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Der Misshandelte wurde sogleich weggeschafft und ich erfuhr von der Todesfeststellung. Im Klinkerwerk waren 100 bis 200 Häftlinge mit der schweren Arbeit des Abladens beschäftigt. Sie mussten die Arbeit stets im Laufritt verrichten. Durch Hunger geschwächt fielen sie von der Planke ins Wasser. Oft dauerte es Stunden, bis die Toten aus dem Wasser gefischt waren. Dadurch kam das Kommando manchmal zu spät ins Lager. Aber die Toten mussten mitgenommen werden. Beim Appell hatte die Zahl zu stimmen. Zeuge Alexander Josef aus Frankfurt am Main. Beim Schneeschippen links und rechts der Lagerstraße, eine Arbeit, die ich zusammen mit zwei polnischen Juden verrichtete, kam ein mit Rüben beladenes Fuhrwerk vorbei. Die beiden Häftlinge stürzten sich auf den Wagen und rissen ein paar Rüben herunter, ebenso ich. In diesem Augenblick kam Schubert um die Ecke. Während es mir gelang, meine Rüben in einem Schneehaufen zu verstecken, gelang das den beiden jüdischen Häftlingen nicht mehr. Sie hatten die Rüben in die Tasche gestopft und mussten auf Schuberts Fragen entsprechend antworten. Schubert fragte mich, ob ich Rüben gestohlen habe. Ich aber sagte nein. Darauf zog Schubert seine Pistole. Wenn ich das Geringste bei dir finde, bist du ein toter Mann, sagte er und untersuchte mich.
Als er nichts fand, fragte er mich, warum ich denn keine Rüben genommen hätte. Darauf antwortete ich, weil ich nicht an den Wagen herangekommen bin. Das ließ Schubert gelten. Zu den Blockältesten sagte er, 10 Minuten für die beiden Diebe. Wenn sie dann noch leben, seid ihr dran. Ein Häftling, Abraham Neumann, fiel einmal aus Angst vor Sorge, der seinen Weg kreuzte mit 2 sperrig zu transportierenden Betten um. Sorge trat und schlug ihn. Der Häftling erhob sich und fiel wieder hin. Immer wieder drang Sorge auf ihn ein, bis Neumann blutüberströmt dalag. Er hatte eine Kopfplatzwunde. Es kam etwas Weißes heraus. Es war Neumanns Gehirn. Furchtbare Hungersnot herrschte unter den sowjetischen Gefangenen. Die SS-Führer machten sich einen Spaß daraus, den halb Verhungerten Brot zuzuwerfen, um das die Kriegsgefangenen sich dann balgten. Dabei geschah es auch, dass die Verzweifelten sich gegenseitig umbrachten. Die Häftlinge waren splitternackt ausgezogen und wurden von den Blockführern geschlagen. Diese schossen auch in die Baracken der sowjetischen Kriegsgefangenen hinein. 2 jüdische Häftlinge aus meinem Block mussten die toten Russen auf einen Wagen werfen. Dieser Leichenwagen fuhr mit Schubert als Begleiter ins Krematorium. Es hieß dann, die beiden jüdischen Häftlinge seien als Mitwisser ebenfalls ins Krematorium gebracht und verbrannt worden. Zeug Paul Rangosch aus Hoxen bei Köln. Als Kommandoführer riss Sorge einen Häftling kurz vor der Ankunft im Klinkerwerk die Mütze vom Kopf und befahl ihm, sie wiederzuholen. Gleich darauf knallten Schüsse und der Mann sank tot um. Zeuge Friedrich Schareiner aus Mülheim an der Ruhr. Der Lagerboden war immer schmutzig von der Asche des Krematoriums. Im Sommer mussten wir Sand von einer Stelle zur anderen tragen, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Im Winter schliefen wir nur auf Stroh, wurden nachts von der SS durch die Fenster getrieben. Es gab immer Tode. Die Zustände unter den jüdischen Häftlingen waren unvorstellbar. Die Glieder fielen ihnen buchstäblich vom Leibe. Sie saßen voller Maden, die sie unter den Gelächter der SS den Goldfischen vorzuwerfen hatten. Als es im Winter 1939-40 zu einer Hungerepidemie kam, gab es ein Massensterben unter ihnen. Oft holte die SS Kranke heraus, schleifte sie an den Füßen aus dem Revier und brachte sie zu Tode. Die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen trafen Mitte September 1941 im KZ Sachsenhausen ein. Sie wurden in Blocks untergebracht, die von anderen Häftlingen geräumt worden waren. Die Kriegsgefangenen wurden nicht als Zugänge registriert. Sie bekamen auch in der ersten Zeit keine Verpflegung. Nach dem Abendappell und in den frühen Morgenstunden wurden sie in kleineren Gruppen von etwa 30 Mann mit einem Gefangenenwagen in den Industriehof transportiert. Sie wurden zu der umgebauten Baracke geführt, wo ihnen vorgetäuscht wurde, dass sie registriert und ärztlich untersucht werden sollten. Sie mussten sich im ersten Raum nach Aufnahme der Personalien entkleiden und wurden dann in den zweiten Raum geführt, in dem in voller Lautstärke Schallplattenmusik ertönte. Im Rahmen der angeblichen ärztlichen Untersuchung, die SS-Männer trugen weiße Kittel als Tarnung, gelangte der einzelne Kriegsgefangene schließlich in den angeblichen Baderaum und wurde dort angeblich zum Messen seiner Körpergröße mit dem Rücken an eine Messlatte gestellt. Daraufhin wurde der Schieber mit der Kopfplatte, wie es beim Messen üblich ist, auf den Kopf des Kriegsgefangenen gesenkt. Ein Loch im Schiebe gab nunmehr das Genick des Häftlings für den im anschließenden Raum stehenden, also für den Kriegsgefangenen unsichtbaren SS-Mann frei, der nunmehr durch das Loch im Schiebe den Genickschuss auszuführen hatte. Sobald der Gefangene nach Abgabe des Genickschusses tot nach vorne fiel, wurde die Tür zum Nebenraum geöffnet, wo sich außer einem SS-Mann noch 2 Häftlinge des Krematoriumskommandos aufhielten. Einer von ihnen zog den erschossenen Kriegsgefangenen in den Nebenraum, der andere bespritzte den Erschießungsraum mit einem Wasserstrahl, um die Blutspuren zu beseitigen. Dann wurde der nächste Häftling in den angeblichen Baderaum geführt und in die Messlatte gestellt und auf die gleiche Weise getötet. Die Leichen der erschossenen Häftlinge wurden aufgestapelt und in 4 Krematoriumsöfen verbrannt. Wie viele Kriegsgefangene bei diesen Erschießungsaktionen ermordet wurden, wird sich nie mehr feststellen lassen, weil alle Akten vernichtet wurden. Ich
Ich wurde im August 1941 zur Kommandantur gerufen. Es hieß, in der Sowjetunion seien deutsche Gefangene erschossen worden. Und als Vergeltung würden uns sowjetische Kriegsgefangene zu erschießen sein. Ein unbekannter Zivilist übergab Pläne zur technischen Durchführung. Genickschuss mittels 08-Pistole mit Einstecklauf. Der Ort wurde den Kommandanten überlassen. Die Schützen wurden schon bei dieser Besprechung festgelegt, namentlich aber nicht unterrichtet. Es waren etwa 15 bis 20 Blockführer. Der erste Gefangenentransport kam noch im September 1941 nach Sachsenhausen mit der Eisenbahn. Schon in den Zügen gab es viele Tote. Die Gefangenen wurden am Bahnhof von SS übernommen. Karteimäßig sind diese Gefangenen nie erfasst worden. Sie mussten im Fußmarsch ins Lager. Dort wurden sie nach dem Appell abends und nachts erschossen. In einer Nacht wurden etwa 3000 Russen getötet. Vier Öfen verbrannten die Leichen. Die Aschen kamen in geschlossenen Kisten zum Baumschulenweg in Berlin. Die Erschießungen dauerten rund 6 bis 7 Wochen. Sie wurden eingestellt, als die Fleckfieberepidemie unter den Gefangenen auf die SS übergriff. Im Ganzen waren von den rund 12.000 Gefangenen 800 übrig geblieben, die dann aber auf etwa 300 zusammenschmolzen. Fühlten Sie sich mitverantwortlich? Ja, aber dann sind auch die verantwortlich, die Munition geliefert haben. Was haben Sie sich bei den Erschießungen gedacht? Sie wurden uns als Kommissare dargestellt. Es war eine Vergeltung. Damals hatten wir solche Gefühle nicht. Sie haben nichts dabei empfunden? Nein. Der Befehl kam ja vom Oberkommando der Wehrmacht. Für die Aktion standen 6 Räume zur Verfügung mit der Leichenkammer. Ein als Arzt verkleideter SS-Mann stellte fest, ob das Opfer Goldzähne hatte. Dann begleiteten 2 andere Weißbekittelte es an die Messlatte. Der Gefangene wurde bis zuletzt getäuscht. Er hatte schon an der Messlatte eine entfernt angebrachte Zahl zu nennen und eine Farbe zu erkennen. Auf ein verabredetes Zeichen wurde er von hinten durch einen Spalt erschossen. Er wurde sofort in den Leichenraum gebracht und das Blut weggespritzt. Es musste alles sehr schnell gehen. In 3 Tagen hatten wir 1000 Gefangene durch. Der Schuss war außerhalb der Baracke nicht mehr zu hören. In der Nähe durften keine Häftlinge sein. Angeklagter Sorge, Sie sind unter dem Beinamen Eiserner Gustav bekannt. Jawohl, von den Häftlingen wurde ich Eiserner Gustav genannt. In der Voruntersuchung sagten Sie, dass alle SS-Leute im Lager mehr oder weniger Bestien waren. Stimmt das? Jawohl, das ist richtig. Das waren alles Bestien. Worin bestand Ihre Bestialität? Im Misshandeln der Häftlinge, im Schlagen mit allen möglich harten Gegenständen, Durchführen von grausamen Strafen, Eingraben von Menschen, Hunde auf Menschen hetzen und so weiter. Besinnen Sie sich darauf, dass ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren auf Ihren Befehl im Schnee eingegraben worden ist? Jawohl, das gab es. Was geschah mit dem Jugendlichen? Er ist daran gestorben. Sind Ihre Aussagen richtig, dass Sie täglich Häftlinge verprügelt haben? Jawohl, um Gründe zum Prügeln war ich nie verlegen. Haben Sie gefragt, ob Sie die sowjetischen Kriegsgefangenen, die 1941 in das Lager eingeliefert wurden, in die Listen eintragen sollten? Nach dem Eintreffen des ersten Transportes fragte ich meinen Vorgesetzten, ob ich diese in die Arbeitslisten eintragen solle. Diese Frage wurde verneint. Es wurde Anweisung gegeben, diese Leute zu vernichten. Wie viele Mann waren das? Etwa 6000 beim ersten Transport. Und wurden die eingetroffenen sowjetischen Kriegsgefangenen wirklich vernichtet? Jawohl! Alle in den Monaten August bis Oktober 1941 im Lager eintreffenden russischen Kriegsgefangenen wurden bis auf 1000 Mann vernichtet und verbrannt. Und was geschah mit den 1000 Kriegsgefangenen, die am Leben blieben? 400 Mann starben im April 1942 an Hunger. Und die restlichen 600? Das waren abgemagerte Skelette. Also kamen schließlich alle sowjetischen Kriegsgefangenen um? Jawohl, man kann von einer restlosen Vernichtung sprechen. Zeuge Harry Naujoks aus Hamburg. Ich hörte, wie Schubert sagte, heute hole ich mir das, wobei er auf seine Brust zeigte.
Er meinte das Kriegsverdienstkreuz. Ich habe nur noch ein paar zu erledigen. Er sprach von den Russenerschießungen. Auf Anweisung von Berlin wurde ein Sonderkommando von 300 Häftlingen zusammengestellt. Sie wurden aus mehreren Lagern nach Sachsenhausen zusammengeholt. 14 Tage vorher waren Listen angefordert worden. Die Häftlinge wurden abgespritzt. Nach der Injizierung gingen sie noch zum Wagen. Später erfuhr ich, dass sie verbrannt worden waren. Sachsenhausen hatte auch einen Gasversuchswagen, ein graues, geschlossenes Gefährt, in dessen Innenraum die Abgase des Motors geleitet wurden. Zeuge Alfred Dungel aus Hamburg. Ich sah einmal in der Nähe des Wachturms A, wie nach zwei Schüssen zwei Russen umfielen. Der eine drehte sich ganz langsam um, ehe er hinsank. Dann kam Sorge aus dem Turm A und rief nach den Leichenträgern. Bei einem Appell wurde ich Zeuge, wie die hinter meinem Rücken auf- und abgehenden SS-Männer Schubert und Saathoff sich fragten, was wird, wenn es einmal schief geht? Dann trösteten sie sich, ach, es wird schon nicht schief gehen. Aber sie schienen davon doch nicht so überzeugt zu sein, denn sie meinten, dann streiten wir es ab und wenn das nicht geht, dann sagen wir, es sei Befehl gewesen. Es war lagerkundig, dass Sorge an den Erschießungen selber teilgenommen hat. Als Schubert im Dezember 1940 zu Weihnachten in Block 2 auf einen körperlich stark heruntergekommenen Häftling, einen Friseur ebenfalls namens Schubert, stieß, schrie er ihn an. Was, du trägst meinen ehrlichen Namen? Dann prügelte er ihn. Am nächsten Tag misshandelte er den Häftling bei offenem Fenster im Waschraum. Der Häftling kam nicht in den Krankenbau, sondern musste in den nassen Kleidern zum Appell. Am nächsten Morgen war er tot. Zeuge Figo Höck aus Kiel. Schubert ging häufig im Stechschritt vor der Front der Häftlinge auf und ab. Bei der Erschießung der sowjetischen Gefangenen rüstete er sich, in einer Nacht mehr erschossen zu haben als der SS-Mann, mit dem er sprach. Zeuge Hans Berthold aus Stäbfritz in Nordhessen. Die Erschießungen der sowjetischen Kriegsgefangenen fanden auch Sonntag statt. Dann spielte eine Musikkapelle. Es sind etwa 600 übrig geblieben. Unter den Russen herrschte eine entsetzliche Hungersnot. Ich sah eines Morgens nach den nächtlichen Erschießungen einen SS-Mann mit Blutspuren an den Stiefel auf den Appellplatz kommen. Zeuge Rudi Wunderlich aus Berlin-Karlshorst. Der ehemalige österreichische Staatsanwalt Dr. Tubi, der die Anklagevertretung im Dollfuß-Prozess gehabt hatte, wurde gleich bei der Einlieferung von der SS in der Baracke furchtbar misshandelt. Ich musste die Baracke verlassen. Ich hörte Tubis Schreie. Dann konnte ich wieder hinein. In den langen Jahren meiner Inhaftierung hatte ich viel gesehen. Aber ich erschrak, als ich jetzt Dr. Tubi sah. Sein Gesicht war eine einzige blutige Masse. Er wurde dann zum Tor gebracht, wo Sorge ihn festhielt und auf ihn einsprach. Aber der Zustand Dr. Tubis war so, dass er reaktionsunfähig war. Während Sorge ihm gegen das Schienbein trat, schlug Schubert ihm in die Herzgrube. Tubi fiel und schlug mit dem Kopf auf den harten Betonboden. Er blieb dort lange liegen und kam dann ins Revier, wo er starb. Der Häftling verstarb am 8.9.1939. Todesursache in den Papieren? Herzkranzgefäßverkalkung. Ein Doktor namens Hammer, ein kleiner, korpulenter Mensch mit Glamour, fiel durch sein Äußeres sofort Schubert auf. Er musste tagelang Sport machen und sich rollen, wobei er von Schubert getreten wurde. Er starb innere Verletzungen. Die Erschießungen der sowjetischen Kriegsgefangenen im Herbst 1941 hat niemand von draußen gesehen, da die Isolierung durch ein Brennertor abgedichtet war. Das Schießen war ganz dumpf zu hören. Für die SS-Leute, die die Erschießungen ausführten, gab es besonders gutes Essen, dazu Schnaps und Bier. Die Rückversetzung Sorges von Außenlager Lichterfelde nach Sachsenhausen hing damit zusammen, was er Häftlinge aufgefordert hatte, für ihn zu stehlen. Einer aus der Kategorie der Berufsverbrecher teilte das der Kripo mit. Na hören Sie mal, es hatte alles seine Grenzen, auch im KZ Sachsenhausen. Da irren Sie sich eben. In Sachsenhausen gab es keine Grenzen. Hier war jeder SS-Wärter zu allem fähig, aber auch zu allem. Zeuge Heinrich Montanus aus Kassel. Einmal stellte Schubert einen Häftling vor meinen Block, ließ ihn in die Kniebeuge gehen und bespritzte ihn bei schneidender Kälte mit Wasser. Am anderen Tag war der Häftling tot. Einmal kam Schubert einen Sterbenden in den Weg.
der in eine Decke gewickelt war und nach Gott schrie. Schubert trat ihn und sagte, wenn du Gott siehst, grüße ihn von mir. Zeuge Willi Reder aus Hambergen Streue. Sorge hat mir einmal erklärt, wenn ihr draußen das, was hier geschieht, erzählt, wird es euch niemand abnehmen. Die Leute werden es nicht glauben, deshalb tun wir es ja auch. Es gab einen LKW-Anhänger von 1,5 Tonnen Tragfähigkeit, versehen mit einer Deichsel, an der eigentlich 12 Mann ziehen sollten. Tatsächlich aber waren es meist nur 6 und sie mussten auch noch im Laufschritt arbeiten. Singende Pferde wurden sie genannt, weil sie dabei singen mussten. Als sie eines Tages nicht so schnell waren, wie Sorge es wollte, ordnete er an, im Laufschritt. Dabei fiel einer hin und der Wagen rollte über ihn hinweg. Ein anderer Häftling, den Sorge geschlagen hatte, musste einmal 14 Tage im Wasserbad liegen. Ich höre heute noch Sorges Atem, als er den Mann schlug. Ich hatte mit Sorges Frau in der SS-Siedlung Kontakt, als ich dort arbeitete. Als einmal ein Häftling ein Fenster in Sorges Siedlungshaus kaputt machte, wollte Sorge auf ihn los. Aber Frau Sorge rief, das kannst du, unschuldige Häftlinge schlagen, aber wenn du ein Mann sein sollst, dann bist du es nicht. Ich war dabei, als namentlich 100 Juden aufgerufen wurden. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört. Zeuge Siegfried Woltmann aus Hafikhorst im Kreis Stormann. Als SPD-Mitglied wurde ich verhaftet. Die Gestapo ließ mich zu sich kommen mit der Bemerkung, es dauere nur eine halbe Stunde. Aus dieser halben Stunde wurden 5 Jahre. Einmal sagte Schubert zu mir, der Russe kommt nie nach Berlin. Und wenn er kommt, dann sind wir ja auch noch da. Zeuge Paul Becker aus Düsseldorf. Im Revier beschäftigt wurde ich Zeuge, wie die SS die Betten der Kranken umschmiss und die Sport treiben ließ. Dann sah ich mit an, wie ein jüdischer Häftling für einen Kameraden Verbandzeug holen wollte. Er trug den Judenstern. Schubert kam hinzu, beschimpfte ihn als dreckiges Judenschwein, trat und schlug ihn, bis das Blut aus der Nase und Mund kam. Nachdem er ihn die Rippen zerbrochen und die Lungen zertreten hatte, wie sich nachher herausstellte, misshandelte Schubert den Häftling auch in der Agonie weiter. Ich möchte eine Erklärung abgeben. Mit Bedauern erkläre ich nunmehr, dass sich die mir zur Last gelegten strafbaren Handlungen so ereignet haben können, wie sie in der Anklageschrift von den vernommenen Zeugen behandelt wurden. Infolge der Länge der zurückliegenden Tatzeit und im KZ Sachsenhausen gegebenen tatsächlichen Verhältnisse kann ich mich heute an Einzelheiten kaum noch erinnern. Ich kann also lediglich erklären, dass die mir zur Last gelegten strafbaren Handlungen im Einzelnen gesehen sich ereignet haben können, wie die Hauptverhandlung ergeben hat und gegebenenfalls noch ergeben wird. Zeuge Bertram Dietz aus Stuttgart. Beim Sport schritt Schubert einmal die Pistole in der Faust über die am Boden liegenden Häftlinge hinweg. Einer von ihnen blieb nachher liegen und verstarb nach 14 Tagen. Ein 80-jähriger Professor der Musik wurde von Sorge geprügelt, bis er blutüberströmt zusammenbrach. Ein Jude und ein Kaplan aus Köln wurden besonders gequält. Sie mussten lange in der Kniebeuge hocken. Der jüdische Häftling hatte eine Prothese. Er wurde buchstäblich mit einem Stock erschlagen. Zeuge Franz Ballhorn aus Notteln bei Münster. Im März 1942 war ich in der Entlausung tätig. An einem Sonnabend kam ein Zug an, einige jüdische Häftlinge. Einer von ihnen, ein älterer Mann, wurde eine Viertelstunde lang schwer misshandelt, bis er tot war. Die Leichenfahrer aus der Pathologie kamen herbei und holten ihn ab. Bei einem Appell rissen Schubert und noch ein Blockführer einen jüdischen Häftling aus der Reihe. Er musste hüpfen und rollen, bis er zusammenbrach. Schubert trat auf ihm herum. Nach dem Appell blieb der Häftling tot liegen. Zeuge Willi Göde aus Harleshausen bei Kassel. Der ehemalige SPD-Reichstagsabgeordnete Michael Schnapprich war korpulent und lenkte dadurch Schuberts Aufmerksamkeit auf sich. Er blieb vor ihm stehen und sagte zu den anderen, der hat euch alles weggefressen. Dann trat er ihn und misshandelte Schnapprich auf furchtbare Weise. Schnapprich, der danach nicht mehr gehen konnte, wurde von mir und von anderen Häftlingen in den Block zurückgeführt. Er weinte und fragte immer wieder, was habe ich ihm denn getan? Er könnte mein Sohn sein, was habe ich ihm denn nur getan? Schnapprich klagte über starke Schmerzen im Leib. 2 Tage später war er tot.
Sorge hat vor allem getreten. Mit Treten hat er viele, viele kaputt gemacht. Zeuge, Dr. Jerry Wolf aus Kommandau. Die Leichenhalle hatte eine Rutsche für die Toten gehabt, die von der Karre da hinaufkamen. Ich musste die Leichen ausziehen und in Kisten legen. Jede Leiche wurde seziert. Die wahre Todesursache durfte jedoch meist nicht genannt werden. Stets hieß es Lungenentzündung, Lungentuberkulose, Herzschwäche, Altersschwäche, Kreislaufstörung. Ich erinnere mich an geplatzte Mägen. Manchmal gab es so viele Tote, dass nicht seziert werden konnte. Dann wurden zwei Schnitte gemacht und wieder zugenäht. Bei Eberdermin gab es täglich bis zu 140 Leichen. Die wirklichen Todesursachen waren geplatzte Niere oder Leber, Schädelbrüche, Splitter im Gehirn. Der tägliche Durchschnitt waren etwa 80 Leichen, am meisten aus der Strafkompanie und dem Klingerwerk. Etwa 40 Leichen waren auf den ersten Blick an Misshandlungen gestorben. Einem Tschechen war ein Gummischlauch in den Magen geführt worden, dann platzte ihm der Magen durch einlaufendes Wasser. Im Sommer 1941 wurde ich Zeuge, wie beim Stillgestanden des Abendappells sich plötzlich Gejammer aus den Reihen der Insassen von Block 51 erhob. Ein Häftling lag auf der Erde und Sorge trat ihn mit Stiefeln. Der Getretene rief auf Polnisch nach seiner Mutter. Sorge misshandelte ihn etwa 5 Minuten, dann starb er. Im Juni 1942 traktierte Sorge 3 an Rollwagen beschäftigte Häftlinge. Sie kamen tot in die Pathologie, sie hatten alle Schädelbeschädigungen. Zeuge Jaroslav Purs aus Usti. Auf Block 47 sah ich, wie ein Häftling, der aus Schwäche auf eine Tragbare für Brot transportiert wurde, von Sorge umgekippt und etwa eine Viertelstunde lang misshandelt wurde. Ich wollte ihm später noch Brot bringen, aber er war schon tot. Von den Eisernen Gustav läuft sogar ein Toter weg, hieß es in Sachsenhausen. Zeuge, Zenek Kra aus Postona. Einmal boxte Sorge, der neben seinem Tisch einen Knüppel hatte, mir ins Gesicht. Ich musste die Fingerspitzen auf die Fußspitzen stellen. Dann prügelte Sorge mich und er rufen wie, du tschechische Sau, mit beiden Händen, ehe er auf einen 55-jährigen Bibelforscher losging. Danach musste der Boden vom Blut gereinigt werden. 1940 herrschte Scharlach. Trotzdem kam Sorge hinein und behandelte die Kranken. 6 von ihnen erschlug er. Ein Kamerad berichtete mir von einem Mord, den Schubert begangen hatte. Es wurden Bäume gefällt. Schubert schlug einen Häftling während des Tragens. Der Baum fiel und mehrere Träger gerieten unter den Stamm. Einen von ihnen schlug Schubert mit dem Spaten tot. In Prag sind Unterlagen über 60 ehemals im Protektorat beschäftigte deutsche Sonderrichter vorhanden, die heute wieder in der Justiz der Bundesrepublik tätig sind. Darunter Dr. Ludwig aus Düsseldorf, der als Staatsanwalt beim Prager Sondergericht den Tod von 60 Tschechen mitverschuldet hat. Die Ermordung von Kaim Neumann. An einem Tag im Februar 1940 war der 65-jährige Kaim Neumann einem Arbeitskommando zugeteilt. Die Häftlinge mussten Betten in eine andere Baracke bringen. Sie trugen gerade ein doppelstöckiges Bett, als ihnen Sorgen mit dem Blockführer Bayerle begegnete. Als die Häftlinge die SS-Unterführer sahen, wollten sie sich der Vorschrift gemäß im Laufschritt bewegen, was sie bis dahin nicht getan hatten. Kaim Neumann sah sich ängstlich nach den SS-Leuten um. Dadurch kamen die Betten, die ohnehin schwer im Gleichgewicht zu halten waren, in Schwanken und kippten um. Kaim Neumann kam dabei zu Fall. Er stand schnell wieder auf und trug die Betten im Laufschritt weiter. Er kam aber nach einigen Schritten wieder zu Fall. Als Sorg dies bemerkte, wurde er ärgerlich. Lief mit schnellen Schritten auf den noch auf dem Boden liegenden Kaim Neumann zu und trat ihm mit voller Wucht mit dem Stiefelabsatz so fest auf den Kopf, dass die Schädeldecke platzte. Es kam hierbei sogar ein Teil des Gehirns heraus. Zeuge Sigvard Stronstedt aus Langøy in Norwegen. Ein Ukrainer, der auf einer Trage Pakete transportierte und sehr schwach war, machte Sorge zu langsam. Er befahl ihm laufen. Und als das Sorge notwendig erscheinende Tempo nicht erreicht wurde, befahl er den Häftling, an den elektrisch geladenen Stacheldraht zu fassen. Der Häftling war gleich tot. Der Leichenträger kam. Zeuge Robert Blum aus Hamburg. Nach einem Morgenappell noch im Dunkeln sollten sich die Häftlinge Sachsenhausens in Kommandos gruppieren.
Dabei fand ein älterer Häftling sein Kommando nicht. Hilflos lief er über die Lagerstraße und geriet dabei in Sorges Hände. Der trat ihn, dass er hinfiel. Und als der Häftling sich bemühte aufzustehen, sprang Sorge ihm mehrere Male auf den Brustkasten. Der Misshandelte wurde weggetragen. Für mich war diese Szene der erste brutale Totschlag. Deshalb erkundigte ich mich und vernahm, dass der Häftling gestorben sei. Zeuge Peter Schmidt aus Adendorf bei Meckenheim. Einmal hieß es Dolmetscher ans Tor. Ich sah, wie ein Russe ans Tor stürzte. Dann schoss Schubert durchs Fenster. Der Russe fiel hin. Schubert kam aus der Baracke heraus, die Pistole noch in der Faust, wollte den Gestürzten den Fangschuss geben. Aber der Russe war schon tot. Ein kranker Häftling starb nach Misshandlung durch Schubert mittels Tritt in den Leib. Ich will mal sehen, ob er das aushält, sagte Schubert dabei. Zeuge Dr. Hans Reichmann aus London. Ich wurde am 10. November 1938 in Berlin verhaftet und kam am 11. nach Sachsenhausen. Vom eisernen Gustav war mir schon auf dem Weg ins KZ mitgeteilt worden. Ohne von ihm selbst misshandelt worden zu sein, erlebte ich ihn dann selbst. Er schlürfte durchs Lager, etwas vorgebeugt, ständig auf der Suche, etwas Böses zu tun. Er teilte wahllos Schläge nach rechts und links aus. Auf offenen Latrinen bewarf er die Häftlinge, die ihre Not dort verrichteten, mit Steinen, dass sie wie aufgescheuchte Vögel flohen, was ihn zu Freudenausbrüchen veranlasste. Der Empfang in Sachsenhausen war ein Ritual. Niemand kann sich das vorstellen. Schimpfen, kreischen, brüllen, Schläge. Für uns Juden gab es kein Krankenbett, keine Ambulanz, nur einen Sarg. Sie sagten zu uns, wir wünschen hier keine Juden zu sehen. Es sei denn, wir stellen ihre Totenscheine aus. Dr. Reichmanns Aussage war die letzte Zeugenaussage und der Sachsenhausen-Prozess endete mit lebenslänglichen Schuldsprüchen für Sorge und Schubert. Die Justiz hatte ihren Urteilsspruch gesprochen. Die beiden Angeklagten nahmen ihn unbeweglich und ohne jegliche Emotion entgegen. Und draußen vor dem Gerichtsgebäude tauchten rechtsradikale Flugblätter auf mit dem zynischen Text: Sachsenhausen und alle anderen Konzentrationslager werden vergessen werden. Und dann beginnen wir von vorn. Die Zeit arbeitet für uns. Hatte das Flugblatt recht, werden wir alle die fast unvorstellbare Wahrheit der Schreckensherrschaft der SS-Schergen in den damaligen Konzentrationslagern jemals vergessen? Oder werden wir daraus lernen und mit aller Kraft, die uns zur Verfügung steht, gegen jeglichen Rassismus und Faschismus ankämpfen? Diese Fragen muss jeder Einzelne mit seinem Gewissen selbst beantworten. Denn darauf wird es in Zukunft ankommen, dass ein Mensch bleibt, ohne rassistische Vorurteile oder egoistischen Hintergedanken, sodass er keine Diktatur, egal in welcher Form sie auch auftauchen möge, mehr verfallen werde. Hört nun zum Schluss die wahre Geschichte eines jüdischen Überlebenden des KZ Sachsenhausen. Er zog nach Israel, heiratete und gründete in einem kleinen Kibbutz nahe Tel Aviv eine Familie. Eines Tages, er war gerade außer Haus, fing eines seiner Kinder, deren er 3 hatte, plötzlich an zu weinen. Die Mutter fragte das Kind besorgt: Klein Mosche, warum weinst du? Und das Kind antwortete traurig, mit dicken Tränen in seinen Augen: Ich weine für Vater, weil er selbst nicht mehr weinen kann. Und die Mutter fing ebenfalls zu weinen an.